Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baufunk24 TV on Tour. Wir sind heute mal für euch in den Niederlanden bei GNAF. GNAF ist ein Kleinserienhersteller für Trucks und GNAF baut das um, was man sonst von der Stange nicht bekommt. Und GNAF baut nicht nur um, sondern machen mittlerweile auch Mining Trucks bis 95 Tonnen. Hier ist die Fertigung. Ich würde sagen, wir haben heute noch eine Menge Spaß zusammen. Wir können uns die Fertigung angucken. Wir können auch mal fahren im Einsatz im Gelände. Bevor aber das Actionprogramm eingeschaltet wird, gucken wir uns erstmal an, wie die GNAF Trucks gebaut werden. Und dafür gehen wir jetzt mal mit euch in die Fertigung. So Freunde, jetzt seht ihr mal hinter mir so ein Fahrzeug, was wir in Deutschland nicht sehen, zumindest nicht auf der Straße. Das ist nämlich jetzt hier wirklich ein Fünfachser. Das heißt, wir haben hier legal ein zulässiges Gesamtgewicht von 50 Tonnen und wir haben hier antriebseitig einen 10x4, also zwei Achsen sind angetrieben. Und was noch ganz interessant ist, es sind insgesamt von den fünf Achsen sind vier gelenkt. Und wenn du mal schaust, hier die Achse und auch hier vorne, die werden über eine Achsschenkellenkung, über die Achsschenkel werden die gelenkt, also so wie man es eigentlich kennt. Und die Achse hinten, die hat keine Achsschenkellenkung, sondern hier ist die Achse über Hydraulikzylinder angesteuert oder angelenkt. Und hier lenkt die ganze Achse mit. Das heißt, du hast keine Achsschenkel mehr, dass nur die Räder hier lenken, sondern die ganze Achse lenkt mit. Und wie viel die Achse mitlenkt, das hängt davon ab, welcher Lenkwinkel vorne gemessen wird und entsprechend wird dann die Achse hinten eingeschlagen. Was ganz interessant ist, du siehst jetzt hier, dass hier die ganzen Schläuche verlegt werden und das ist Druckluft und nicht wie bei der Elektrik ist das Plus und Minus, sondern die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Druckluftkreise. Du hast ja auch bei der Druckluftbremse mehrere Kreise, nicht dass ein Druckluftkreis ausfällt und dann bremst du nicht mehr. Ja, und das ist eben auch hier mit Farben gemacht. Und was auch auffällt, ihr hört das ja vielleicht im Hintergrund, dass zwischendurch immer geschweißt wird, weil hier ist eben auch der Stahlbau oder der Umbau am Chassis zugange und man sieht die Jungs da vorne, die bauen sich wirklich Winkel, das modifizieren die alles, das ist wirklich Kleinserie, das ist wirklich Handarbeit, das ist keine Serienfertigung in dem Sinne, sondern Kleinserie. Und wenn ihr mal schaut, wir haben hier ein 8x8, also vier Achsen, alle acht Räder angetrieben. Bei diesem Truck sind die zweite Achse gelenkt über Achsschenkellenkung. Die hintere Achse ist dann wieder über diese Kinematik angesteuert, dass die ganze Achse einlenkt. Was würdest du sagen, was ist vorne, was ist hinten? Schwer zu sagen, aber ich würde sagen, da ist vorne. Warum? Ich würde mal sagen, da vorne ist der Motor, ne? Ja, wenn er denn da wäre, ne? Wenn er da wäre. Ja. Also auf den ersten Blick kann es eventuell wirklich schwer fallen, vorne und hinten zu unterscheiden. Das ist wirklich Fahrgestell, aber wir vorne sehen, wir haben vorne noch Scheinwerfer. Ansonsten kein Motor, es ist wirklich stripped down. Aber da siehst du auch mal, was hier alles gebaut wird. Also selbst wenn jetzt dieser Rahmen quasi von DAF geliefert wird, wird hier trotzdem umfangreich modifiziert. Hier sehen wir übrigens den Motor, der wahrscheinlich in den Kollegen reingehört. 375 kW steht drauf. Den gelben Freund hier, das ist ein DAF CF480. Das ist wirklich jetzt ein Serienchassis von DAF. Der ist noch nicht modifiziert. Und was sehen wir? Wir haben einen 40-Tonner mit vier Achsen. Und was machen die jetzt damit? Die machen aus diesem Vierachser jetzt einen Fünfachser, machen die hydraulische Federung rein, bauen hinten die Lenkachsen noch dazu, auch vorne noch. Das dauert dann ungefähr, je nach Aufwand, 2 bis 3 Wochen. Und dann hast du einen Fünfachser, der nicht mehr 40 Tonnen Gesamtgewicht hat, sondern 50 Tonnen, ganz legal. Aber wie gesagt, leider nur in den Niederlanden. Bei uns im Rest von Europa wohl leider nicht. So Freunde, jetzt habe ich hier gerade was entdeckt und zwar lustigerweise der Kollege ist komplett fertig. Da ist jetzt alles dran gemacht und das ist auch ein Basisfahrzeug, DAF CF480, steht aber jetzt vorne GNAF dran. Und ich habe geguckt, das sind Vierachser, der hat aber auch komplett Umbau, hinten Lenkachsen, hydraulische Federung. Der hat hier wahrscheinlich dann die 2-3 Wochen verbracht in der Fertigung für den Umbau. Schlüssel steckt. Sollen wir wegfahren? Ja, lass mal machen. Der gibt Ärger. So Leute, was wir jetzt hier sehen in dieser Halle, hat nichts mehr mit DAF zu tun, sondern hier geht man in der Basis auf die Kollegen. Ne?
Und man sieht schon, vielleicht gibt es ja einige unter euch, die auch einen Ford fahren. Aber wenn du das Logo in der Größe vorne auf der Haube hast, dann wird es etwas größer. Denn Ford baut ja auch LKWs und GNAF hat sich einen LKW von Ford genommen. Dann geht es aber schon los mit dem Umbau. Nämlich motorseitig brauchst du bei so einem Mining Truck, der hier ein Gesamtgewicht von 95 Tonnen hat, brauchst du ja auch natürlich antriebseitig ein bisschen was. Und da fahren die hier mit einem Cummins Reihensechszylinder, der hier schon schön steht und auf seine große Vorstellung war, auf den Einbau. Und was wir dahinter sehen, ist das Getriebe. Auch das natürlich von den Dimensionen, klar, alles etwas größer, als ihr das aus dem PKW gewohnt seid. Das ist ein automatisiertes Getriebe von ZF. Eintragsdrehmoment auch etwas höher, als ihr es aus dem PKW gewohnt sein werdet. Nämlich, ich meine, 3150 Newtonmeter, 12 Gänge. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ganze chassismäßig aussieht, weil das ist auch nochmal ein Upgrade zu dem, was wir eben gesehen haben. Wir haben hier ein 10x6, das heißt 5 Achsen. Und auch hier haben wir wieder mehrere Achsen gelenkt, nämlich vorne und hinten. Und zusätzlich haben wir hier noch eine Federung verbaut, die eben auch dem höheren Gewicht angepasst ist. Wir haben wieder diese hydraulische Federung auf den hinteren Achsen, aber mit 2 Hydraulikzylindern, einfach weil eben viel mehr Gewicht drauf liegt. Aber interessantes Detail hier vorne ist die Federung, nämlich konventionell kennt man ja Blattfedern oder Luftfedern, aber das hat man hier kombiniert mit noch einer zusätzlichen Luftfederung. Der Grund ist folgender, laut den Kollegen hier vor Ort, dass oftmals, wenn Trucks für den Mining-Bereich modifiziert sind oder gebaut sind mit einer Blattfederung, dass das eine Schwachstelle ist. Und hier hat man entsprechend noch die Luftfederung mit dazu, soll den Fahrerkomfort auch nochmal ein bisschen erhöhen und eben auch die Belastbarkeit, die Dauerhaltbarkeit. Und wenn du mit 95 Tonnen unterwegs bist, dann ist natürlich auch der Rahmen das Herzstück. Denn der Kollege vor Ort sagte mir, wenn die einen normalen Rahmen nehmen würden aus dem Construction-Bereich, der wäre nach 10.000 Stunden wären sie ja komplett platt. GNAF legt diesen Rahmen nach eigenen Angaben für locker 30.000 Stunden im Betrieb aus. Und wie die das machen, erstmal, du hast hier einen konventionellen U-Rahmen, der an sich aber schon relativ robust aussieht. Die haben aber hier oben und unten nochmal dicke Stahlplatten aufgeschweißt und dadurch hat der Rahmen höhere Belastbarkeit, gleichzeitig aber auch eine Verwindbarkeit, die er natürlich auch haben muss, weil wenn er nicht verwindbar wäre, würde er einfach brechen, sonst würden es würden Risse auftreten. Und komm mal eben rum, guck dir das mal an. Wenn du nämlich hier mal lang guckst, dann siehst du auch, was das hier für eine Länge ist, ne? Und das ist ja ein Stück, ein Rahmen. Und dieser Rahmen wird nicht von einem Großserienmodell übernommen, sondern den fertigt GNAF extra an für diese Trucks. Achsen kommen übrigens von Siso, ist ein finnischer Hersteller. Die sind natürlich wieder zugeliefert. Und was wir vorne noch sehen, interessantes Detail, das habe ich nämlich auch noch bei keinem anderen Truck gesehen. Ich dachte erst, was ist das? Ich habe hier den Aufstieg. Und der Clou ist, wenn das Fahrzeug steht, dann klappt das hier runter. Wenn wir dann starten und wir fahren, klappt das Ganze hoch. Und entsprechend hast du dann mehr Geländegängigkeit, weil dir das Ding nicht aufsetzen kann und dann abbrechen kann. Geht natürlich auch noch die Version, kennt man ja auch, dass das dann die Aufstiege sind, die dann so gummigelagert sind. Aber das ist natürlich mal wahrscheinlich die High-End-Lösung. Last but not least, wie lange brauchen die? 4 Monate, bis das Ding fertig ist und hier aus der Halle fährt. Hinter mir auch wieder geschäftiges Treiben, man hört das so. Ich sehe hier mehrere Leute, die beraten sich da gerade, sind da am Machen, am Tüfteln. Und kleine Besonderheit, sagte man mir, die Leute, die hier arbeiten, die können im Prinzip jeden LKW hier bauen. Und wenn jetzt zum Beispiel im Mining-Bereich mehr Aufträge wären, dann könnten die auch sagen, okay, wir bauen auch in dieser Halle Mining-Trucks. Und dann können die Leute, die jetzt zum Beispiel diese Conversions hier machen, auch so einen Mining-Truck zusammenbauen. Diese Trucks, die hier stehen, die bekommen einen hydraulischen Vorderantrieb. Bei MAN kennt ihr das als Hydro-Drive, bei Mercedes heißt es HAD, Hydraulic Auxiliary Drive. Und wenn du das bei DAF bestellst, dann bauen die Kollegen von GNAF das um. Die nennen das Hydro-Axle. Das wird von Bosch Rexroth geliefert, diese Einheit. Hat GNAF mit Bosch Rexroth zusammen entwickelt. Ist immer dann von Vorteil, wenn du nicht einen permanenten Allradantrieb haben möchtest oder benötigst und dann eben mal die Vorderachse zuschalten kannst, wenn es ein bisschen brenzlig wird, wenn du extra Grip brauchst, um dich halt rauszuziehen. Oder auch, wenn der hier zum Beispiel hauptsächlich Onroad fährt, aber mal in die Kiesgrube reinfährt, Steigung hat, dann kann er hier vorne zuschalten und kommt eben entsprechend weiter.
So, jetzt sind wir hier mal in der Halle. Das ist das Thema GNAF Durable. Und Durable hätte ich jetzt eher gedacht, dauerhaft von wegen Mining, besonders robust, aber soll für Nachhaltigkeit stehen. Und das ist das ganze Thema Elektrifizierung. Weil das, was ich hier habe, das kennen vielleicht von euch einige nicht, das ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Das ist im Prinzip ziemlich Hightech. Ich habe hier eine Batterie mit 3,2 Volt und 100 Amperestunden Kapazität. Und das Ding wiegt hier so, ja, ich würde mal schätzen, um die 3 Kilo. Das ist wirklich leicht. Und wenn ich jetzt 4 davon in Reihe schalte, dann habe ich im Prinzip von der Kapazität oder von der Leistung wie meine 12 Volt Autobatterie. Das heißt, ich spare ungefähr 2/3 an Gewicht und die Ladekurve, die ich hier mit so einem Akku fahren kann, ist eine viel bessere als bei einem normalen Bleigel-Akku. Ich kann die erstmal bis zum Schluss fast mit vollem Ladestrom beaufschlagen. Das heißt, die Kurve geht am Ende nicht runter und ich kann die auch problemlos fast komplett entladen, ohne dass der Akku wirklich Schaden nimmt. Wenn ich einen Bleiakku 90% runterlade, dann ist der im Prinzip schon sulfatiert oder fängt die Sulfatierung an. Das ist nicht gut für den Akku. Und jetzt bringt mir einer ja auch nichts in so einem LKW, sondern die müssen konfektioniert werden. Und das sieht man hier. Der Kollege da im Hintergrund, der konfektioniert hier diese Batteriepacks. Dann kommt die Ladeelektronik da dran. Und was ihr da vorne seht, da sind zum Beispiel Kühler. Und damit werden die Regler gekühlt, weil da ist natürlich auch eine gewisse Verlustleistung, die in Wärme rausgebracht werden muss. Und eine praktische Anwendung haben wir hier. Wir haben nämlich hier ein Kehrfahrzeug, der soll angeblich auch auf der IFA demnächst in München stehen als Premiere. Der ist voll elektrisch, hat eine Antriebsleistung, habe ich mir sagen lassen, um die 200 kW, 130 Kilowattstunden Batteriekapazität. Die Batterien sind hier drin. Die ganzen Regler, Motor ist dort vorne, denn hier habe ich ja die Care-Aggregate, also diese ganze Care-Einheit. Und dieses Care-Fahrzeug soll zum Beispiel in Hamburg in den Einsatz gehen. Gerade in Innenstädten ist ja gerade die Diskussion in Deutschland mit Dieselfahrverboten etc. Und ja, da könnte das eine Lösung sein. Schreibt mir mal unter das Video, ob ihr eventuell schon mal Praxiserfahrungen mit Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb gemacht habt. Oder vielleicht selber Elektrofahrt oder sowas im Einsatz habt. Und das Video. Kleiner Einblick jetzt hier in die Fertigung. Jetzt bin ich aber gespannt, vor allem in dem Mining Truck mal in Action zu sehen. Ich möchte fahren mit euch. Ich nehme euch mit. Los geht's. GNAF ist GNAF. So, Freunde, ich bin jetzt mal dort, wo man das Baby hinter mir auch mal ausprobieren kann. Ja, ihr seht nämlich richtig, genau das ist der, den ich euch eben in der Fertigung gezeigt habe, wo man nur das Chassis gesehen hat. Und wenn er mal fertig ist, wie gesagt, ungefähr 4 Monate dauert das, dann sieht er so aus. Und ja, ich denke mal, der kann richtig was, denn erstmal, er hat 95 Tonnen Gesamtgewicht, wiegt aber nur erstaunliche 30 Tonnen. Das heißt, das Nutzlastverhältnis zum Gewicht des Fahrzeugs ist recht gut. Und was auch nett ist, das Fahrzeug ist, sage ich mal, für einen Truck im Mining-Bereich relativ schmal. Wir haben hier eine Breite der Mulde von lediglich 3,20 Meter. So, erstmal, was fällt auf? Reifen. Ne? Hier ist gleich klar, das ist ein Geländeprofil. Das Fahrzeug ist nicht primär für die Straße gemacht. 395er Reifenbreite. Und wir sehen jetzt auch hier, die beiden vorderen Achsen sind gelenkt. Haben eben auch hier diese doppelte Federung, also Blatt plus Luftfederung, sind aber nicht angetrieben. Angetrieben sind die letzten drei Achsen, das heißt, wir haben hier eine 10x6 Konfiguration. Warum sind die hinteren angetrieben, nicht die vorderen? Klar, du hast eine dynamische Achslastverlagerung. Wenn du voll beladen wirst, fährst du den Berg hoch, dann ist natürlich das Moment, der Druck ist natürlich hinten auf den Achsen, vordere Achse ist eher entlastet. Und auf der fünften Achse hier sehen wir jetzt auch, wie das mit dem Lenken in der Praxis aussieht. Wir haben jetzt hier einen maximalen Lenkwinkel von 15 Grad und das bekommt er eben über die Zylinder hier und über die Achse, die jetzt im Ganzen geschwenkt wird. So, und warum machst du das? Warum machst du hier keine Achsschenkellenkung? Ja, weil du mit einer Achsschenkellenkung wieder das Problem hättest, dass du die ganze Antriebskraft über die Kardanwellen da auch
in die Achse oder auf die Räder draufbringen musst. Du hast halt mehr Verschleiß, wenn es überhaupt möglich wäre. Und da haben die Kollegen von GNAF sich halt hier das mal ausgedacht, vor ungefähr 30 Jahren eben die ganze Achse zu lenken. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen, denn wenn du das Fahrzeug von der Seite anguckst, dann fällt dir noch was auf. Nämlich bei einem normalen LKW hast du ja viele Aggregate zwischen den Achsen. Und das hast du hier nicht. Das Einzige, was eigentlich so wirklich runtersteht, das sind die Hubzylinder oder die Kippzylinder von der Mulde. Ansonsten sind die ganzen Nebenaggregate alle dort. Auffallend ist natürlich erstmal da der Tank. Dahinter siehst du aber auch den Kühler, die ganzen Nebenaggregate. So, und dann noch was. Die Anzeige da oben, wo jetzt die 60 stehen, das ist nicht etwa der Highscore für den Fahrer, den er heute geschafft hat, sondern das ist die Waage. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 60 Tonnen Nutzlast auf der Mulde hinten. Und das ist im Prinzip, wenn du in Minen unterwegs bist, ist es eigentlich Pflicht. Das haben dort die Fahrzeuge generell eigentlich, weil es ist einerseits auch eine Hilfe für den Fahrer, der das Fahrzeug belädt. Zum Beispiel, wenn das jetzt mit dem Radlader beladen wird oder mit dem Bagger, dann sieht er sofort, okay, ich darf jetzt nicht überladen. Hier ist jetzt alles im grünen Bereich, kannst du vorne sehen, das grüne Licht. Wenn du überlädst, geht er erst auf gelb. Wenn er auf rot geht, dann ist das ab 5 Tonnen Überladung und dann fährt der Bursche auch nur noch mit 5 km/h maximal. Warum macht man das? Ja, man will eigentlich vermeiden, dass die Leute sagen, ach, 10 Tonnen geht noch. Klar geht das theoretisch, nur der Verschleiß geht natürlich exponentiell hoch und letztendlich zahlt dann der Betreiber oder der Besitzer der Maschine die Rechnung. Und vielleicht gibt es ja unter euch Zuschauer auch ein paar, die ganz emsig unterwegs sind, ganz sportlich, die vielleicht im Auto einen Überrollbügel eingeschweißt haben. Der Kollege hier hat das auch. Der hat einen Robs Fobs, ein Rollover Protection System, ein Falling Objects Protection System. Also einmal Überschlag und einmal, wenn von oben was drauf fällt. Und das ist eben dieses ganze Konstrukt da. Das FOPS, also dass oben nichts drauf fallen kann und kaputt machen kann, das ist über dem Fahrerdach direkt. Sieht man also diese Platten und das Gestell. Und auch das ist in der Regel in Minen weltweit Pflicht zum Schutz des Fahrers, falls so ein Ding mal irgendwo den Abhang runtergeht. Und offiziell ist das auch kein LKW mehr, sondern eine Baumaschine. Noch ein Detail, was typisch ist für solche Sachen, die so im Einsatz sind, Feuerlöschanlage oder Fire Suppression System. Der Feuerlöscher, der ist mit Leitungen in den Motorraum verlegt. Das heißt, wenn es da ein Feuer gibt, also wenn es dem Kollegen ein bisschen zu warm wird, wird das automatisch ausgelöst und dann wird halt der Motorraum geflutet mit der Feuerlöschanlage, sodass kein größerer Brand entstehen kann, wenn es gut läuft. Aber Kinder, ich würde sagen, wir haben genug geschnackt. Ich will jetzt fahren. Ich denke mal, ihr auch. Problem ist heute nur, der André darf nicht selber fahren, aber dafür hat er den Desmond, Testfahrer von GNAF. Der nimmt mich jetzt mit und mal schauen, was die Kiste bringt. So Leute, ich bin jetzt hier im Truck. Der Desmond hier, mein Fahrer. Er ist Testfahrer bei GNAF und wir haben 610 PS. Ich denke, das hört man so ein bisschen in der Kamera. So, wir fahren jetzt berg runter. Der Desmond hat jetzt den Retarder eingelegt und die Motorbremse. Hört man auch. Kinder, ihr müsst euch vergewissern, wir sind ja jetzt voll beladen oder fast voll beladen. So, what is our total weight? 94 Tonnen. Ja, also 94 Tonnen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und die drücken natürlich jetzt ganz schön am Berg. Die ersten wurden vor 2 Jahren ausgeliefert. Es gibt sogar einen in Deutschland, einen Cottbus. Also müsst ihr das mal überlegen. Wir sind jetzt mit rund 95 Tonnen unterwegs. Wir fahren eine 12% Steigung mit rund 25 km/h. So, liebe Leute, das war die kleine Mitfahrt hier in dem Mining Truck von GNAF. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Eure Meinung, Infos zum Video, zu dem Truck, bitte in die Kommentare unter das Video. Habt ihr vielleicht auch schon mal GNAF gefahren? Max und ich, wir müssen uns nämlich jetzt auf den Weg machen. Wir gucken uns nämlich jetzt den neuen Sprinter an. Ist übrigens auch in Holland, in Amsterdam. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt dran. Gerne einen Daumen hoch. Bis dann und tschüss.